Hey, Sie, sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Willst du jetzt mit mir schlafen oder was? Das kostet dich aber also einiges, ein paar Kronkorken. haben Sie ein Problem mit meinem Aussehen? Wie amüsant. Sie haben meine Metapher als abschätzige Bemerkung missverstanden. Ich brauche jemanden von hier, verstehen Sie? Jemanden mit Elan. Mir ist höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Entwendetes Eigentum? Welches Eigentum? Wie könnte ich das formulieren, damit Sie es verstehen? Für Sie ist ein Roboter nichts als ein Blecheimer. Sie kennen ja nur diese Mr. Handy-Zeugs und so fort. Nun, es gibt auch noch andere Roboter. Verstehen Sie? Im Commonwealth stellten wir künstliche Menschen her, synthetische Humanoiden, programmiert, um zu denken, zu fühlen und zu gehorchen. Und da kann es passieren, dass sie die Dinge verdrehen und einfach ausreißen. Okay. Genug mit diesem technischen Gefaselzimmer. Sagen Sie mir, was ich machen soll. Ist Ihnen nicht klar, was ich will? Nö. Sie sollen meinen Androiden finden. Er muss irgendetwas Drastisches getan haben. So etwas wie Gesichts-OP und eine Speicherlöschung. Sonst hätte ich ihn mittlerweile schon gefunden. Das wird nicht einfach. Vielleicht merkt er nicht mal, dass er ein Androide ist. Reden Sie nicht mit ihm, sondern holen Sie mich. Ich mach das schon. Dafür werde ich aber entlohnt, ja? Natürlich werden Sie entlohnt. Ich habe die fortschrittlichste Technologie des Commonwealths zu bieten. Ich möchte etwas davon mit Ihnen teilen. Denken Sie nur daran, wie neidisch all Ihre Freunde sein werden. Klar, ich werde den Androiden finden. Fabelhaft! Finden Sie meinen Androiden und ich werde Sie nicht enttäuschen. Hier, hören Sie sich diese Nachricht an, die er mir geschickt hat. Er macht sich lustig über mich. Dafür wird er bezahlen. Ich habe noch nie den Androiden an ihn verpetzt, aber ich weiß auch nicht mehr, wer der Android war, also keine Sorge. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt tun muss, um ihn zu finden. Aber wir haben ja schon einiges von diesem Androiden gehört, das heißt, ja, wir sind schon nah dran, ihn zu finden. Ich muss schon genau wissen, womit ich es zu tun habe. Was ist ein Androide? Vergessen Sie einfach alles, was Sie über Roboter wissen. Diese Blecheimer sind Kinderspielzeug im Vergleich zu meinem Androiden. Androiden haben künstliche Haut, künstliches Blut und simulieren menschliches Verhalten, wie etwa das Atmen. Sie können sogar essen und verdauen. Also sie sind schon richtige Menschen. Also, gibt es Vorschläge für die Suche nach den Androiden? Wie ich schon sagte, ich vermute, dass er eine Gesichtsrekonstruktion und eventuell auch eine Gedächtnislöschung erhalten hat. Durchsuchen Sie die Büros der Ärzte und Techniker nach Hinweisen. Wenn Sie Kontakt mit dem Androiden hatten, gibt es vielleicht Aufzeichnungen. Beginnen Sie mit Dr. Preston. Er wohnt auf diesem undichten Boot. Vielleicht weiß er ja etwas. Schließlich ist er ein Doktor. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich bin gerade sehr damit beschäftigt, meine Umgebung zu ignorieren. Alter, ich ignoriere dich dann. Okay. Warum sollte ein verirrter Roboter ein anderes Gehirn und ein Gesicht wollen? Vielleicht ist er nicht fortgegangen, sondern ausgebrochen. Vielleicht hat er seine Lage missverstanden und ist gewissermaßen geflüchtet. Es ist möglich, dass mein Androide sein früheres Leben vergessen wollte, alle Erinnerungen und Schuld auslöschen. Glauben, er sei ein echter Mensch. Er ist kein gewöhnlicher Roboter, aber auch kein Mensch. Selbst wenn er das unbedingt sein will. Ich habe ihn geschaffen und will ihn wiederhaben.
Okay, quasi ein selbst erschaffener Sklave, von wegen, er führt eine Frau rum, kriegt ein Kind und das Kind wird seit ihrem ersten Lebensjahr für ihn arbeiten müssen. So in etwa stelle ich mir das vor. Außer, dass der Android so natürlich sofort erwachsen war. Warum sollte ein Androide Schuldgefühle haben? Was verschweigen Sie mir, Zimmer? Mein Gott, Sie sind genauso nervtötend wie intelligent. Na gut, ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen möchten, wenn es Ihnen bei der Suche hilft. Die Aufgabe dieser speziellen Einheit war das Auffinden und Sichern entflohener Androiden. Ja, auch andere Androiden sind geflohen. Einer der Nebeneffekte einer so ausgefeilten KI ist, dass die Maschinen anfangen, eigenständig zu denken und zu glauben. Sie hätten Rechte. Deswegen kann es sein, dass der Androide glaubt, er hätte etwas Unrechtes, Unmoralisches getan und diese Taten vergessen wollte. Zufrieden? Also, das ist so die pure Ironie in die Fresse von Zimmer. Er baut einen Androiden, um andere Droiden zu fangen, und dieser flüchtet. Oh, ich liebe Ironie. Ich liebe es. Okay. Aber wenn schon andere geflohen sind, warum sind sie dann hinter diesen daher? Dieser spezielle Androide, Bezeichnung A321, ist anders. Besonders. Der fortschrittlichste synthetische Humanoide, den ich je entwickelt habe. Die anderen, wie mein Begleiter Armitage hier, sind ältere Modelle. Einfach zu replizieren. Aber der A321, das würde Jahre dauern. Sie sehen also, ich muss diesen Androiden finden. Die Verluste aller anderen sind zu verschmerzen. Aber der A321 ist einfach unersetzlich. Sein Begleiter ist also auch ein Androide? Den gucken wir uns gleich mal an, ne? Ich suche den Ort der Gesichtsveränderung und die dazu verwendete Ausrüstung. Ah, Sie haben es also geschafft, die Spur aufzunehmen. Oh, ja. Gute Arbeit. Halten Sie mich über Ihre Fortschritte auf dem Laufenden. Und? Warum stehen Sie immer noch wie angegossen da? Alter, ich wollte doch nur helfen. Du bist also ein Androide. Sieht aus wie ein echter Mensch. Je schneller Sie meinen... Ja, ja. So, anscheinend hat der Androide definitiv ein neues Gedächtnis erhalten. Gute Arbeit. Damit wäre mein lang gehegter Verdacht bestätigt. Na gut, dann finden Sie heraus, wer diese Gedächtnis- oder Speicherübertragung durchgeführt hat. Können wir keine Tipps geben? Da war noch was. Eine Sache wollte er uns noch sagen. Erzählen Sie mir etwas über das Commonwealth. Das ist natürlich sehr interessant, denn es heißt ja, dass das nächste Fallout im Commonwealth stattfinden wird. Und deswegen bin ich auch sehr interessiert an dieses Thema. Das Commonwealth selbst ist nur ein vom Krieg zerfressener Sumpf aus Verzweiflung und Gewalt. Hinter den verschlossenen Türen des Instituts jedoch. Aber das Institut geht sie nichts an. Ihr unterentwickelter Verstand ist nicht ansatzweise in der Lage zu begreifen, was wir erreicht haben. Deine Mutter... Alter Schwede, beleidigt er mich einfach. Nein! Vergessen Sie Ich wollte hier raus. So, okay. Aufgaben. Wir haben noch so viele unerledigte Aufgaben, das ist unglaublich. Das werden wir gleich machen. Der vervielfältigte Mensch. Nach Hinweisen über Zimmers vermissten Androiden. In Erfahrung bringen, was über den Androiden weiß. Mehr über den entkommen, okay. Wir haben hier tatsächlich sogar einen Quest. Der uns so wohin führt, deswegen gehen wir dahin. Das wird wahrscheinlich dieser Doc hier sein, der in Rivet City herumhaust. Und was wir in Rivet City noch erledigen müssen ist, ups, jetzt ist meine Brille gegen mein Gestell gestoßen. Wir müssen halt diese Verwandte von diesem kleinen Jungen finden. Oh, ist der etwa schon hier? Dr. Prestons Tür. Wie spät ist denn das? Es ist 9 Uhr morgens, Alter, komm raus aus deiner Scheißhütte. Zeit zum Aufstehen. Achso, nee. Es ist der 9.2. Ah, wir sind 2077, ja? Okay. Alter, wollt ihr... Nee, das hier... Wo ist der hin? Das hier ist eine medizinische Einrichtung. Oh, hi. Bitte belästigen Sie meine... Verdammt, ich hätte hier
herkommen müssen nachts, ne? Ja, ist abgeschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr gut. Most Impacts. Ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um, vielleicht finde ich irgendwas. Interesting. Patient. Patient ist bewusstlos. Okay, reden wir erstmal mit ihm. Sie befinden sich in der Klinik von Rivet City. Ich bin Dr. Preston. Moin, Doc. Nein, haben Sie schon Stoff für mich? Ein leicht zu ausplünderndes Örtchen hier. Schon mal bestohlen worden? Kommen Sie ja nicht auf komische Gedanken. Ein Wort von mir und der Sicherheitsdienst ist da. Also, wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, lassen Sie hören. Schade. Okay, dann fragen wir mal, schon mal von einem Typen namens Pinkerton gehört? Pinkerton, was? Der Name weckt Erinnerungen. Behauptete, etwas gegen Strahlenvergiftungen gefunden zu haben. Oder Lebensmittelvergiftung? Keine Ahnung. Er erzählte allen, er hätte Rivet City gegründet. Dabei brach er nur den Bug ab. Oder starb er dort? Keine Ahnung. Mehr nicht? Okay. Okay. Kein Problem, wir werden hier nochmal bis abends warten, weil wir es können. Halt, dann nehme ich ein Terminal. Das würde ich gerne untersuchen. Um herauszufinden, wo dieser Androide steckt. Er könnte was damit zu tun haben. Also, falls mich jemand brauchen soll. Ja, halt's mal. So. Hoppla. So viel zum Thema, keine Spuren hinterlassen. Dann werden wir erstmal dieses schicke Ding ins Kirchenzieher. Oh, Moment. Achso, ich dachte, es steht infected, sonst wäre das ja perfekt. Wenn wir dieses schicke Ding hier einmal kurz hacken, wenn wir hier irgendwelche Erlaubnisse finden, beziehungsweise nicht Erlaubnisse, sondern Bomben. Verdammt, jetzt habe ich es gesagt und jetzt wird hier wahrscheinlich eine Erlaubnis sein, oder? Nee, gut. Erlaubnis, ja, klasse. Ich bin so stolz auf meine Erlaubnisse. Hier haben wir noch eine Bombe. Ich kann aber den Unterschied immer noch nicht zwischen Erlaubnis und Bombe irgendwie unterscheiden. Ich weiß nicht, das sieht immer gleich aus. Ist das jetzt Zufall? Ist das so gewollt? Naja. Also gut, wir sind jetzt schon wieder so weit und wir probieren mal Intellekt. Was haben wir denn hier? Defenders. Das kann es auch nicht sein. Strongest. Null. Intellekt ist ganz hoch, ne? Aber ich habe hier nichts Ähnliches. Außer das hier. Manchmal bin ich einfach nur cool. Oh, naja. Also. Regionale Gesundheitsbedrohung. Neben den üblichen Gefahren sind alle, die lange in Rivet City wohnen, einigen ungewöhnlichen Problemen ausgesetzt. Okay. Wundstarkrampf. Vor allem am Kiefer auftretende Muskelkrämpfe, die von Schulterverletzungen hervorführen, die man sich am rostigen Schiffsrumpf zuziehen kann. Wundstarkrampf kann mit Penicillin behandelt werden, sofern es zur Verfügung steht. Rotlunge. Diese Atmungsprobleme sind die Folge des ständigen Einatmens von Rostpartikeln und treten vor allem bei was steht da? Achso, beim Hangardeck. Bewohnern und Eingeschlossenen auf. Sie können durch Dampftherapie und Aufenthalt an der frischen Luft behandelt werden, um das System zu reinigen. Fischvergiftung. Dieses Problem ist heutzutage nicht mehr so akut, aber manchmal fängt jemand im Fluss einen Fisch und ist dumm genug, ihn zu essen. Die Strahlenbelastung ist extrem hoch und die meisten Opfer werden von der Quecksilbervergiftung in den Wahnsinn getrieben.
Es gibt kein Heilmittel dagegen, aber wenigstens werden dadurch die Leute in der Umgebung daran erinnert, dies nie zu tun. Er fängt schon Fische aus einem See, der komplett verstrahlt ist. Patientenunterlagen. Bannon leidet noch immer an seinem sozialen Problem. Weiterhin Penicillin geben und versuchen, ihn davon zu überzeugen, zukünftig besser aufzupassen. Brooke. Ein neuer Tag. Wieder eine gebrochene Nase. Man sieht ihn selten als Patienten, aber zumindest leben die Leute noch, die er leitet. So gerade noch. Pauli. Die Therapien für seine fortschreitende Abhängigkeit würden jedem Arzt ein gesichertes Einkommen garantieren. Ich kann wegen ihm aber nicht die Ressourcen vergeuden, wenn er dann doch immer wieder rückfällig wird. Holmes, Seagave. Chronischer Fall von Rotlunge. Aufgrund seiner Reparaturen in den unteren Docks habe ihm für jede Nacht ein paar Stunden Frischluft am Oberdeck verschrieben. Stanley, Gary. Erschöpfung. Der Mann muss irgendwann wirklich einmal Pause machen. Aber wer muss das nicht? Trini. Überraschend gesund. Abgesehen vom Alkoholismus und anderen typischen Gefahrenquellen ihrer Branche. Die Leute in Lamplight sind anscheinend sehr kräftig. Trini? Lamplight? Das sollten wir uns merken.